Am 24. Oktober 2015 gastiert der VfL Wolfsburg in Darmstadt zum 10. Spieltag der ersten Bundesliga. Nachdem der in etwa 40 Mann große Szenehaufen aus der Autostadt bereits im Vorfeld der Partie am Darmstädter Hauptbahnhof durch die Staatsmacht kontrolliert wird, ist die Laune erstmal im Keller. Dabei werden nämlich Sturmhauben und Zahnschützer bei den VfL-Fans gefunden und im Anschluss beschlagnahmt. Nach Ende der Partie soll es am gleichen Ort dann noch einmal interessant werden. Auf einem Gleis des Darmstädter Hauptbahnhofes treffen offenbar sich auf der Pirsch befindende Lilienfans auf den kleinen, aber motivierten Szenehaufen aus Wop. So knallt es dort über mindestens 2 Minuten auf dem Gleis völlig ohne Anwesenheit der Polizei. Dabei fliegen immer wieder einzelne Personen in das Gleisbett, es werden reihenweise Elfmeter verteilt und das alles unter dem Zusehen von über 100 Personen auf den Nachbargleisen. Die vermeintlichen Darmstädter stehen in deutlicher Unterzahl vor den Wolfsburgern, welche nach und nach mehr Druck aufbauen und nach in etwa 2 Minuten die Oberhand bei der Auseinandersetzung gewinnen. So nehmen die in etwa 10 bis 15 Personen der Angreiferseite anschließend die Beine in die Hand und müssen aus der Bahnhofshalle flüchten. Einige VfL-Fans verfolgen sie noch einige Meter, lassen dann aber ab da nun auch einige Beamte dazukommen und den Gästehaufen anschließend kesseln. Eine langwierige Maßnahme inklusive Identifizierung jeder beteiligten Person ist die Folge. Der Zugverkehr wird infolge der Aktion für mindestens 1 Stunde am Darmstädter Hauptbahnhof eingestellt. Kurioserweise berichten Fans des SV Darmstadt im Nachhinein, dass es sich bei den 10 bis 15 Personen aus der Bahnhofshalle jedoch nicht um Lilienfans handelte. So sei die konfrontierende Gruppe angeblich ein Junggesellenabschied gewesen. Ob ein Junggesellenabschied jedoch über mehrere Minuten solch eine Gegenwehr leistet, ist mal dahingestellt. Ob diese Information also stimmt, ist bis heute unklar. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.